Er ist eine Legende. Über 40 Jahre auf der Bühne, 25 Alben, 66 Jahre alt. Andere denken da schon an Rente. Für Joe Cocker geht's wieder los. Er bringt ein neues Album raus und plant die Europatournee. Ich vermisse den Kontakt, diese menschliche Nähe. Weißt du, ich habe das über 40 Jahre lang gemacht. Dieses Gefühl, das du da vom Publikum bekommst. Es geht mir nicht um Ruhm oder sowas. Nein, ich sehe das eher als ein Geschenk für mich an, dass ich so etwas machen kann. Wenn ich wieder zurück nach Colorado komme, ist das sehr weit weg vom Leben auf einer Rock'n'Roll-Tour. Weißt du, ich bin hier auf dem Land, es ist grün und so still. Eine Musiklegende ist wieder da. Unverkennbar, Cocker ist älter geworden, aber ein Relikt der 60er? Nein. Er hat sich niedergelassen an der amerikanischen Westküste, ist glücklich verheiratet seit 23 Jahren. Der Mann kann auf eine lange Liste von Erfolgen zurückblicken. Vorbei die Zeiten von Jesus Look und Draufgängertum. Ob ich mich daran zurückerinnern kann? Da hingen mal lange Haare runter. Weißt du, wenn ich das alte Videomaterial sehe, dann ist alles so ein wenig... Meine Stimme ist seitdem etwas ruhiger geworden, weißt du? Aber das war eine heftige Zeit. Der Höhepunkt. Einen unerwarteten Oscar und den Grammy gab es für sein Duett mit Jennifer Warnes. Die Berolina 87 für den Künstler des Jahres international, Joe Cocker. Sein Leben ist voller Riesenerfolge und so einiger Stolpersteine. Eigentlich waren die meisten Lieder ja nie seine eigenen. Die größten Erfolge sind Coverversionen. Zeitlos beliebt, seine Interpretation aus den 80ern, die bei jedem Striptease läuft. Und Kult das Lied, das an heißen Tagen im Radio gespielt wird. Hierzulande sang er eine Coverversion ausgerechnet zur Werbung für Alkohol. Etwas Neues macht er mit dem aktuellen Album. Erstmals sind fast ausschließlich eigene Songs dabei. Ist das die neue Strategie? Nein, das war Zufall. Wir hatten schon 6 Monate an diesem Album gearbeitet und irgendwann hatten wir 10 Songs zusammen. Und da haben wir gesagt, lass uns die mal zusammenpacken. Einige Leute werden mich dafür lieben, mal keine Cover von mir zu hören. Andere vielleicht verdammen. Und wovon singt er? Worum geht's in den neuen Songs? Es geht darum, dass du deine Bildung auf der Straße machst. Ich war nie auf einer Uni oder einem Gymnasium. Damals mit 16 habe ich in den Kneipen von Sheffield in England gespielt und meine ganze Lebenserfahrung, die kommt einzig und allein daher. John Robert Cocker wächst hier in der englischen Kleinstadt Sheffield in ganz einfachen Verhältnissen auf. Früh begeistert er sich für die schwarze Soul-Legende Ray Charles. Er eifert ihm nach. Das ist der Startschuss. Als Teenager gründet er mit Freunden die erste Band, tritt mit Erfolg in Kneipen auf. Eigentlich ist der geborene Engländer ja ein gelernter Gasinstallateur. Mit der Teilnahme am legendären Woodstock-Festival setzt er sich sogar in Amerika durch. Heute ist er die Legende und sein neues Album Hard Knocks, harte Schläge, sieht aus wie ein Rückblick auf sein Leben. Harte Rückschläge gab es da viele. Er verlässt sich, gutmütig wie er ist, zu oft auf schlechte Manager und Berater. Schnell gerät er auch auf die schiefe Drogenbahn, wird körperlich und seelisch labil. Konzertabbrüche sind vorprogrammiert. Ja, es gab in den 70ern jemanden mit schwarzem Humor, der hat eine Liste geführt, wer es nicht mehr lange macht. Ich glaube, ich war immer unter den Top 5. Im Nachhinein ist das unerhört. Aber alles, was ich sagen kann, ist, ich habe es durchgestanden. Hier sind wir, 40 Jahre später und also irgendwas habe ich richtig gemacht.
Seine deutschen Fans haben immer zu ihm gestanden. Darum gibt er hier auch 18 Konzerte und will im TV auftreten. Nervös ist er vor jedem einzelnen Auftritt, denn er singt live. You don't like playback? Taping? Aufnahmen? Du meinst das Nachstellen? Ich bin nicht gut darin. Sie haben es aufgegeben, es zu versuchen. Wann immer ich versucht habe, lippensynchron nachzusingen, war ich eine halbe Meile davon entfernt. Weißt du, es sieht doof aus. Es ist, sei authentisch. Um einmal mit den ganzen Vorurteilen aufzuräumen. Kein Schlaganfall, keine Alkoholnachwirkungen. Seine unverwechselbaren, grobmotorischen Tanzbewegungen sind reine Liebe zur Musik. Im Internet wird er dafür sogar als Erfinder der Luftgitarre gefeiert. Tell me. Was? Echt? Das war nicht geplant. Das kommt von einer Art Frustration. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Die Bewegungen habe ich immer gemacht. Ich höre so eine Keyboard-Begleitung und eine Art Instinkt bringt mich dazu, den Kerl nachzumachen, der das spielt. Wenn du einmal Ray Charles gesehen hast, mein großes Vorbild, der hat das immer so gemacht. Die beiden sind sich mal begegnet. Der große Ray Charles und der kleine Joe. Und der schwarze Soul-Sänger war stolz auf seinen weißen Nachahmer. Der führt die Tradition fort vom wahren Rhythm and Soul. Dennoch wirken die neuen Songs poppiger. Wird er nun modern? Nein, ich will mich nicht mit den ganzen jungen Künstlern messen. Du singst anders, wenn du 25 bist. Da kommt einiges ganz natürlich aus dir heraus. Bei meinem neuen Lied Unforgiven zum Beispiel, eine große Ballade, da musste ich schon sehr tief graben, um die Emotionen zu finden, von denen das Lied handelt. Ob er die Emotionen gefunden hat, hört man auf Hard Knocks. Die Stimme verursacht noch immer eine Gänsehaut. Er hat Spaß an der Musik und das hört man.